Ich habe mir erlaubt, ein klassisches bayerisches Sonnenbichlerinnen-Rezept etwas zu verfeinern. Was die klassisch bayerischen Rezepte von der Sonnenbichlerin eigentlich gar nicht nötig hätten. Ja, nötig vielleicht nicht, aber die Kombination aus gutbürgerlicher und feiner Küche hat doch seinen Reiz. Ja, einen soliden Reiz. Für den ihr deutschen Köche in Frankreich berühmt seid. Du bist doch auch ein deutscher Koch. Ja, aber in Frankreich, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das nächste Mal bestelle ich etwas von dir. Versprochen. Ich hatte einfach nur Lust auf Essen von Dahorm. Dahorm. Hm. Hauptsache es bekommt. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Da möchten Sie zahlen. Ich komme sofort zu Ihnen. Nicht nötig. Ich hatte schon ein kleines Scharmützel mit André. Ja, aber auch einen sehr netten Empfang durch den guten alten Alfons. Ich soll dich übrigens auch ganz lieb zurückgrüßen. Ja, Schatz, wie du siehst, alles beim Alten. Okay. Trinkst du aber immer schön deine Vitamindrinks? Jetzt lügst du, mein holdes Weib. Das Einzige, was du vermisst, sind meine Fußmassagen. Ja. Du, ich, da will jemand was von mir. Ich rufe dich später zurück, Schatz. Okay? Ja, bis dann. Sie haben vorhin im Restaurant vergessen, Ihre Zimmernummer zu hinterlassen. Meine Zimmer, was? Wegen der Rechnung. Ach so, nein, nein, ich steige hier nicht offiziell ab. Ich bin sozusagen Gast da. Jetzt haben Sie mich erwischt. Sie wollten also tatsächlich nicht zahlen. Herzlichen Glückwunsch, Robert. So heiße ich nämlich. Ja, ich habe heute Geburtstag. Ja, das ist ja interessant. Sie können sich nicht vorstellen, was ich alles erlebt habe. Was ist denn passiert? Mein Leben ist über Nacht ein einziger Albtraum geworden. Von so auf so, wissen Sie? Ich habe alles verloren. Also, das heißt nicht alles. Zum Glück nicht alles. Meine wunderbare Frau ist mir geblieben. Aber ich habe auf einen Schlag mein gesamtes Vermögen verloren. Und meine Frau darf davon nichts erfahren. Ja. Bitte, weil ich meine, sie ist hochschwanger. Herr... Robert. Herr Robert, es tut mir fürchterlich leid für Sie, aber wer kein Geld hat, kann auch in keinem Sternenrestaurant essen. Aber ich habe doch heute Geburtstag. Und ich wollte mir ein letztes Mal etwas richtig Gutes gönnen. Ja, trotzdem, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann Sie doch nicht einfach gehen lassen. Gut, legen Sie mir aus, was ich verzehrt habe. Ich zahle alles zurück. In Raten. Wie bitte? Ja, jetzt seien Sie nicht so streng. Sie sind gar nicht der Typ, das sehe ich Ihnen an. Wissen Sie, es ist nicht meine Schuld, dass ich pleite bin. Keine dubiosen Finanzgeschäfte oder so. Ich hatte einfach nur Pech. Kommen Sie, leihen Sie mir das Geld. Auf Rechnung. Ich zahle Ihnen alles zurück. Sie werden es nicht bereuen. Seien Sie barmherzig. Also ich habe durchaus Verständnis für Ihre Situation. Das können Sie mir glauben. Außerdem ist gerade meine Familie berühmt dafür, knapp bei Kasse zu sein. Ha, umso besser können Sie sich in meine Situation hineinfühlen. Nein. Nein? Ich hatte schon immer was gegen Schnorrer und erst recht gegen Schnorren. Hm, das betrübt mich jetzt aber. Kein Geld zu haben bedeutet nicht, dass man andere betrügen darf. Ich würde Ihnen ja alles bis auf den letzten Cent zurückzahlen. Darum geht es doch gar nicht. Sondern? Sondern darum, dass... Oh Mann, können Sie eine Show abziehen? Ah, Sie haben meinen Strohwitwer gerade eben sehr glücklich gemacht. Sie haben ein bezauberndes Lächeln. Lassen Sie das mal bloß Ihre Frau nicht hören. Ganz zu Befehl, Herr Generalmajor, Sie haben vollkommen recht. Lassen Sie mich das Ganze aus dem... Ich lade Sie zum Essen ein. Da bist du ja endlich. Da seid ihr. Ja. Wo ist denn der rote Teppich? Ach, der war uns zu teuer. Frau Krendlinger. Wir können im Mittagsgeschäft nicht ewig und drei Tage dem Restaurant fernbleiben, ja? Verzeihung, ich musste nur plötzlich was klären. Wie war der Flug? Zum Glück schnell vorbei. Ja, und wie geht es Miriam? Super, super. Aber trotzdem wäre die Reise zu viel für Sie gewesen. Das sind doch die Besitzer, Herr und Frau Saalfeld, oder? Ja, Teilbesitzer zumindest. Und wer ist der Mann bei Ihnen? Das ist Ihr Sohn, mein Cousin Robert. Er kommt gerade aus Paris, dort betreibt er ein Sternerestaurant. Ein Pariser Sternerestaurant.